Hallo, mein Name ist Muriel und ich werde euch heute erzählen, wie man mit den Verkäufern aus verschiedenen Läden spricht. Zum einen, wenn man zum Beispiel in die Bäckerei geht, dann kommt man an, begrüßt den oder die Verkäuferin und erzählt, wenn man schon vorher weiß, was man haben möchte, Zum Beispiel, man sagt, ich möchte gerne zwei Brötchen, dann kann man auch sagen, ich möchte einmal ein Laugenbrötchen, einmal ein Körnerbrötchen, zwei Brote. Und nachher verabschiedet man sich freundlich und sagt, einen schönen Tag noch wünsche ich Ihnen. Zum anderen, wenn man zum Beispiel shoppen geht in einen Laden, ich persönlich gehe gerne zu Zara oder H&M. Wenn man schon genau weiß, was man kaufen soll, ist natürlich praktisch. Man geht hin, begrüßt normalerweise gar nicht die Verkäufer, beziehungsweise die Leute, die rumlaufen und dir helfen, nur erst an der Kasse begrüßt und sagst schönen guten Tag und auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Aber wenn man zum Beispiel nicht weiß, kann man sich eine Beratung suchen und bittet sie dann höflich, ob sie ihnen helfen kann, zum Beispiel etwas für eine Hochzeit zu kaufen oder wenn man auf einen Tanzball gehen möchte, und dann wird sie ihnen, wenn man freundlich mit den Verkäufern umgeht, auch gerne helfen. Dann gibt es noch eine andere Situation, wenn man zum Beispiel in den Supermarkt geht und nicht weiß, was man haben möchte, geht man zu einem Verkäufer hin und sagt, könnten Sie mir bitte helfen, die Sojasauce zu finden, oder könnten Sie mir bitte helfen, Kinderriegel zu finden, bedankt sich nachher und geht dann an die Kasse und bezahlt. Das sind die üblichen Aussagen, wenn man einkaufen geht. Danke.